So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Theoretisch ist das die Go-Fest-Edition. Ich will ja mal ca. 100 Bilder, die 100 besten Bilder der Woche und Celal hat schon wieder 130 Bilder oder irgendwas geschickt. Wir hätten die ganze Folge wieder mit ihm machen können. Dennis Bass hat auch so viel geschickt. Aber das Ganze doppelt und dreifach. Ich musste da wirklich stark aussortieren. Wir haben über noch 220 Bilder oder irgendwas jetzt hier da. Ich versuche auch zügig durchzukommen. Mein Auge brennt die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Seitdem wir von Gera zurückgefahren sind, vielleicht ein Zugeholt oder so. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, heute Abend 18 Uhr ist die Raid-Stunde mit Groudon. Wir machen wieder die Raid-Mania. Ich nehme wieder eure Einladungen zu Raids an, wenn ihr mit mir befreundet seid. Wir raiden wieder zusammen, dann gibt es wieder Abschluss-Raids ab 19 Uhr. Und, wer es noch nicht gehört hat, am Freitag 18 Uhr gibt es eine zusätzliche Raid-Stunde mit Kyogre. Da letzte Woche Mittwoch Kyogre-Raid-Stunde sehr Probleme gab, viele gar nicht raiden konnten, hat Lejennik angekündigt, Freitag 18 bis 19 Uhr. Raid-Stunde mit Kyogre, obwohl normalerweise Groudon da ist diese Woche, wird es eine Kyogre-Raid-Stunde geben und ich werde natürlich da auch am Freitag wieder eine Raid-Mania veranstalten. Also wenn ihr unterwegs seid und dann Kyogre raidet, ladet mich ein, ich nehme wieder alle Anfragen an, also alle Einladungen an, damit ihr nochmal Raid-Mania-Punkte verdienen könnt. Ansonsten laber mal nicht lang und starten direkt jetzt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier, da bin ich mit Bierschanga Glücksfreund geworden, da sind wieder einige Leute dabei. Bowling Ball bin ich auch Glücksfreund geworden, dann hat mir der Noah Böse hier sein Shiny 100% Ditto geschickt. Glückwunsch und Grüße gehen raus, Marco Felix mit dem 100% Kyogre aus der Schweiz. Bier Benny 100% Shiny Schallquapp wird sich direkt entwickeln und maxen auf 50. Julchen zeigt uns ihre kostenlose tägliche Box, das ist ja immer so speziell. Ihr kriegt eine tägliche kostenlose Box, die einen haben zwei Bälle drin und zwei Beleber und die anderen haben halt einfach vier Rocket Radare, ein Upgrade, ein Lockmodul, eine super Brutmaschine. Warum diese Unterschiede in Niantic? Ich finde es richtig kacke. Ich habe noch nie so eine Box gehabt. Viele kriegen so eine, die meisten kriegen aber... Viele und die meisten? Okay, die meisten kriegen aber... Ja, auf jeden Fall, wie sehen eure Boxen aus? Habt ihr auch schon mal so eine fette Box gehabt? Ich nicht, aber es gibt weiterhin diese täglichen Boxen, die variieren und ihr manchmal Glück habt, dass da sowas Fettes drin ist. Ivar Bekannt bin ich auch Glücksfreund geworden, genauso wie mit Carsten. Kaiser Kai kam gerade aus der Schule, bekomme das 100% Kamauk, ist aber ein erlöstes, so wie es aussieht, also hat es vom Rocket Rüpel bekommen, hat das dann erlöst. Kaiser Kai, das Shiny Milzer habe ich in den letzten 30 Minuten am Sonntag bekommen. Shiny Milzer, Shiny Kamauk und Ratütox, Shiny Libeldra, GoFest Pikachu, dann ein paar Anego drin, zwei mit Wetterboost, eins aus der Forschung, Skalyk gebrütet. Das Glück war am Sonntag auf meiner Seite, vielleicht was für Raider Mittwoch, immer noch Kaiser Kai 100% Skalyk am GoFest, ist bestimmt ein schönes Andenken, ich habe noch kein 100er. Dann bin ich mit Kabi Samrak Glücksfreund geworden, genauso wie mit ein Cookies Mama. Julchen zeigt uns 1000 Dank an meine Arbeitskollegin Lady Angelou, die mir diesen Schatz getauscht hat und wirklich nichts anderes als Shiny Costurso wollte. Das ist ein Shiny SS Cap Reitschuh. Und in Glücks, weil die ja einen Lucky Trade gemacht haben, das ist auf jeden Fall fett und brutal. Gleichzeitig hat sie danach noch ein normales Pikachu mit SS-Cap bekommen. Den gab es hinterher. Beste Grüße, dachte, den gab es nur in Erfurt. Nein, da liegen wir falsch. Gefühlt war an dem Wochenende, wo man in der Mac in Erfurt war, bei der Mac in Erfurt auch wohl überall auf der Welt dieses Event, wo es eben dieses Pikachu gab, aber wir waren ja in Erfurt und ich hatte den Eindruck, das gab es nur in Erfurt. Das ist immer noch eines der seltensten Kostüm-Pikachus und vor allem auch das Shiny oder wenn man es weiterentwickelt, dann das Raichu. Dann kommt die Flutwelle von Celal, der hat so viele Shinies doppelt und dreifach gehabt, ich habe jetzt nicht alle rein. 100er Dummiesel, 100er Dusselgur, Shiny Mangunio, Shiny Bititzer, Shiny Pandir, Shiny Yanma, Shiny Shamian, 100er Zickzacks Glücks, genau wie Lashoking, 100er Potrot, Shiny Burmi, Shiny Haspiror, Shiny Yorklev, Shiny Teddy Ursa, 100er Yanma in Glücks, Shiny Milzer
was halt wirklich das Highlight von vielen war am Go-Fest, Milzer einfach. Jeder hat Milzer-Raids gemacht, jeder hat sich auf wilde Milzer gefreut, Rauch-Milzers. Jeder wollte das Shiny. Dann Shiny Girafarig, Shiny Läufeo, Shiny Barmelin, Shiny Pikachu, was auch ein Highlight ist, weil es ja nur am Go-Fest dann da war. Shiny Wingull, Ammonitas, Weilmar, Petsneef und Ratütox, Nocturne, Dusselgur, Galasmogmog Shiny. Auch richtig cooles Shiny, auch richtig selten, weil den gibt es normalerweise nie. Den gab es nur mal in Raids, jetzt gab es den dann auch wild. Ich hoffe, ihr habt euch eins gesichert davon, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Dann Shiny Dummiesel, nochmal Shiny Kamaub, Shiny Vitora, Shiny Knilz war ja auch neu. Genauso wie Shiny Laufcaps, was neu war, Shiny Mediti, Magnetilo, Bronzel. 100er Mediti, 100er Tuska Erlös, Nagelotz Shiny, Mediti Shiny, Geronimatz Shiny. Leute haben damals 500 Raids gemacht, um ein Shiny Geronimatz zu bekommen. Jetzt beim GoFest erscheint das wild, man hat das so mitgenommen. Ihr seht also, wenn ihr was verpasst, es kommt eh wieder und meistens kommt man dann leichter ran als beim ersten Mal. Macht euch gar keinen Stress. 100% Ratini erlöst, 100% Staralili erlöst, noch Shiny Slimer mit Senfbart, Shiny Nagelotz, Shiny Schnuthelm, Shiny Flampion, Shiny Barmelin, was sich in die Kamera reinquetscht, 100er Tragosso erlöst, 100er Voltoball erlöst, Shiny Wuffels, aus dem Ei gebrütet, genau, nein, natürlich aus dem Raid, 100er Palimpalim, Firefox hat eine Lücke bei Windows gefunden, fand ich auch cool, das Bild, der schickt ja auch immer so lustige Sachen mit, genau wie das. Ich bin gestern mit dem Fahrrad noch schnell zu Edeka, um eine Flasche Jack Daniels zu kaufen. Anschließend habe ich die Flasche vorne in den Fahrradkorb gelegt. Als ich mir während der Heimfahrt die Flasche so ansah, kam mir plötzlich der Gedanke, dass wenn ich jetzt mit dem Fahrrad stürzen würde, doch sicher auch die Flasche zerbrechen würde. Also habe ich angehalten und die Flasche lieber gleich ausgetrunken. Was soll ich sagen? Die Entscheidung war goldrichtig, denn auf dem Heimweg bin ich tatsächlich mehrfach mit dem Fahrrad gestürzt. Wieder alles richtig gemacht. Versteht ihr? Das ist mein Humor. Dann haben wir noch hier 100er Natu, Shiny Plusle, Shiny Galaflun, Schlick, Shiny Nastgnet und noch eins hinterher, Shiny Schilderus, 100er Boldarus, da sind wir schon wieder in der Abenteuerwoche. Dann Shiny Anorith, Shiny Krypto Tragosso, Shiny Haspiroa, 100er Klick. Oh, wir sind fertig mit Celal. Deswegen könnte es auch die Celal Edition sein. Der hat einfach immer alles. Der hat einfach immer alles. Ich frage mich, wie der das macht. Dann haben wir Marlon Schmidt, Shiny Nasknet. Dann hier Shinies bekommen, auch Fiokre, Maxax, Läufeo, Waschkabel, Slimer, Petsneef, sei es in die Seemöpse, Ammonitas Shiny mitgenommen, Schäfe vom GoFest, meine Milzers und aus der Rampenlichtstunde mal was geschickt. Die diversen Shinies vom GoFest spare ich mir. Danke Schäfe, sonst hätten wir das gleiche alles nochmal. Also zwei Shiny Milzer, ein 100er Milzer, ein 100er Nasknet und zwei Shiny Nasknet hier gefunden. Koselinchen hier auch, Geronimatz, Flampion, Popanz, Smogmog, was Geronimatz, Smogmog, die Highlights sind hier. Laukaps, auch das Highlight auf diesem Bild. Ansonsten Samuzel, Ammonitas, Plinfa, Nocturne, Mediti, Bummels als Shinies, 100er Relaxo, Togepi, 100% unbedingt, Togekiss Level 50 machen, Kabuto, Shiny, die beiden kamen heute dazu, Togepi aus einem Ei, gebrütet natürlich. Dann habt ihr hier Sarina, meine Highlights vom GoFest, darüber habe ich mich sogar mehr gefreut als über das doofe Milzer, 100% Shiny Nocturne und die 10-10-10er Qualle, genau darüber hat sie sich nämlich gefreut, die Kackqualle. Aluhut, eine kurze Zusammenfassung von meinen Highlights diese Woche. Shiny Kyogre habe ich halt jetzt nicht von jedem mit reingenommen, ne? Shiny Kapilz haben wir hier, Shiny Pikachu, Shiny Klick-Di-Klack, Shiny Cavalanzas, ist schon alles gleich entwickelt, Shiny Milzer, Shiny Schilderus, Shiny Liljev, Shiny Aero-Kack-Sprühl, Shiny Ammonitas, Shiny Nasknet, Capoeira, auch sehr cool, sehr selten, Sneebel. Da sind wir schon wieder bei Shenaya gelandet. Shenaya mit einem Shiny Sneebel. 100er Kyogre, Glückwunsch. Einfach richtig fettes, geiles Pokémon. Shiny Kyogre, Shiny Flunschlick. 100% Shiny Hydropi. Ein Shiny hätte ich gar nicht mit reingenommen, weil es ja ein Z-Day-Pokémon war. Aber das war in Gera, als wir in Gera beim GoFest gespielt haben. Shiny bekommen und es hat sogar 100% gehabt. Richtig genial. Dann hier 100% Carvador. 117, wisst ihr ja. War das? Aus, ne? Quest? Aus einem Ei?
aus einem Raid. Ein legendärer Mega-Raid mit Dings. Und sie hat auch ein 100% Anego bekommen, was ich auch sehr cool finde. Natürlich, das Ding war ganz kurz da, diesen einen Tag, bam, direkt 100. Würde ich auf jeden Fall maxen, wenn das wieder reinkommt, denn das ist auch das stärkste von den Ultra-Bestien. Kann man jetzt schon mal sagen, egal welche Ultra-Bestien noch kommen, das ist das stärkste, was die meisten WP erreicht, die höchsten WP am höchsten kommen. Dann hat sie noch ein Shiny Eneko bekommen, Shiny Aero Kacksprühe, Lady Bar, Libera Forett. In letzter Minute die Einladung gesehen, endlich den 100er bekommen, hier auch 100% Kyogre. Sören, Sonntagmorgen, erste Quest, 100er Kleinstein, Daniel Lab. Oh, als ich ihn antippte, dachte ich noch, dass das wär's, wenn der jetzt Shiny ist, und trotzdem war ich voll überrascht. Shiny Nocturne auch hier mitgenommen, Daniel Love auch mit einem Kyogre, auch eigentlich richtig gute IV, auch Groudon hier noch mitgenommen, in Shiny, Shiny Girafarig, Shiny Click, Shiny Burmy, Shiny Girafarig, Shiny Slimer, Amoroso, Schnuthelm, Angel Whisper, ne? 100% Glücksflammen, Yao, dann der Tobias R, Dangan Ramses, den besten YouTube. Ich bin YouTube, ihr seid Deutschland, ich bin YouTube. Das andere habe ich nicht mit rein, weil mir da deine Angabe der IV nicht gefallen hat. Das deutet auf komische Sachen hin. Deswegen, ja, den hat er gewonnen. Den habe ich ihm so gegeben, genau. So war das. Ist ja kein Schein, ist ja normal. Habe ich ihm so gegeben. Nimmt man mit, hier, 100er. Bumi, Sesokids, Ditto, Fleckmon, Smogmog. Smogmog habe ich, glaube ich, keinen 100er. Hätte ich natürlich während des Go-Festes mich außerhalb bewegt, hätte man ganz easy ein 100er Smogmog bekommen können. Oder 50, 100er Milzer. Wir sind ja auf dem Boden geblieben. Wir legit unterwegs zu der Zeit gewesen. Da war nix. Da war die Ausbeute miserabel. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Würde ich jederzeit genauso wieder machen. Habe auch schon zum Thomas gesagt. Nächstes Jahr gerne wieder, wenn da ein weltweites kommt. Ne? Chevy hier auch 100% Anego mitgenommen im vierten Raid. Chevy noch ein Hepper bekommen, kenne ich gar nicht, hat einfach Milzer dran geschrieben, in der Hoffnung, dass es nicht auffällt, dass es neues Pokémon ist. Oder sieht das etwa aus wie ein Milzer? Da fehlt doch der Kopf. Mark niemals, jetzt das zweite 100% Milzer aus einem Tausch bekommen vom Heiser, also vom Tobi. Eiskorb Jens, wohl das coolste 100%ige vom GoFest mit 32 WP. Flamiao und Kanimani waren als 100er auch dabei, hatte ich aber schon. Finde ich cool, habe ich ja eben nicht, ne? Dann weiter, iScorpions mit dem Nocturne hat es angefangen. Das ist da unten, Vitora ist ganz cool, ist auch selten schwer zu kriegen, Milzer dabei, die zwei Quiekel haben rote Augen, der Rest ist ein bisschen lila. Die zweite Seite mit Shiny, am meisten freue ich mich über das Milzer und Schnuthelm. Schnuthelm, Laukaps, auch die neuen, auf jeden Fall sehr cool. Burndown Steve, ja auch Shiny, Wingull, Kamerupp, Nocturne. Mediti, hier unten dann noch Smogmog, Vitora, Skalück. Am ersten Tag habe ich nur das Winkul als Shiny gefangen und am zweiten Tag Kamerupp, Nocturne, Mediti, Smogmog, Vitora. Kamaup habe ich für die Spezialforschung gleich entwickelt. Skalück habe ich am Montag gebrütet. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht aktiv gespielt, da ich unerwartet Besuch bekommen habe. Das habe ich auch, deswegen hat es auch gerade geklingelt und der Besuch hat den Besuch reingelassen, weil ich ja gerade hier sitze und arbeite. Tiso ist leider kein Shiny, aber das nehme ich auch gerne, ein 100% Incognito B, was ich jetzt auch als Shiny habe, danke an den Energy Hype. oder wie der heißt, ne? Würde der Turin sagen. Das war meine Ausbeute von beiden Tagen, Tiso! Smogmog auch hier dabei, Laukaps, Milzer, Knilz, Nocturne. Also alles, was richtig cool war, auch dabei. Carsten auch hier 100% Anego mitgenommen. Dabi 100% Milzer. Lukas, Shiny Kyogre, noch nie eine Rage-Stunde mit Kyogre gespielt. Dann jetzt beim ersten Mal ein Shiny, genauso wie Shiny Laukaps beim Lukas, Shiny Nasknet, Shiny Flampion, was er schon hatte. Ein Bild vom Pikachu Shiny, was da hüpft, sieht richtig genial aus. Immer noch Lukas, nochmal Lukas, Girafarig, Smogmog, Dusselgur, Petsneef, Geronimat, so eine gute Ausbeute, so seltenes Shiny Milzer. Und dann sieht man, er hat insgesamt sogar 4 Milzer bekommen. Ich hatte kein einziges bekommen. Lukas gleich 4. Marco Fedex ja auch Shiny Milzer mitgenommen. Noxy, ne? Nicht Shotzi von der WWE, aber Noxy. Moin Ramses, wollte mal meinen Shundo Kyogre zeigen. Habe ich gesehen, ist ein Shundo Kyogre. Mach mal schnell weiter, Martin Roder Thüring. Da kriegst du doch voll den Brechreiz.
so nah hier. Nein, das ist Glückwunsch, da freue ich mich total. Ich habe sowas nicht. Ich habe ein blaues, das sieht, gefällt mir besser. Aber das ist für die Damen, die haben das immer so. Lemon Chill, St. Louis Saarland, 100%, Schlundo, Shiny Lucky, 100%, Groudon Level 43 mit Best Buddy Badge. Elke, Familie voll, Shiny, Krakilo, erstes Kyoke Raid letzte Woche, gleich mein zweites Shiny, das andere ist noch ein Shiny aus der Wochenbelohnung, Shiny Kyoke, Schnuthelm, erstes der neuen Shiny Pokémon nach einer gefühlten Ewigkeit, wir sind immer noch bei Elke Kaiser, ja, Ausbeute Samstag hatte ich auch noch nicht, Ausbeute Samstag hatte ich schon, wieder vor der Eventzeit, Sonntag gegen 9 Uhr habe ich schon so lange gesucht. Ausbeute Sonntag hatte ich auch schon. Ausbeute Sonntag endlich ein Shiny Wingull. 5.6. gebrütet, 100er Mangunior. 4.6. wild gefangen, Barmelin. Heute werden der Spotlight-Stunde aus dem Stapel 100% Mogelbaum. Und heute gefangen, als wir eine Umleitung fahren mussten, Shiny Cognodon. Tyler Stuck aka Black Sea Affe, auch Shiny Nasknet mitgenommen. Heiko zeigt uns hier, was jeder kennt. Ihr macht extra Platz in eurem Inventar, schmeißt die ganzen Bälle weg, öffnet ein Geschenk und kriegt wieder Bälle, Platz wieder voll. Schön gezeigt von der Folge von den Simpsons hier, wie der Barney rausgeworfen wurde und stand einfach schon wieder dahinter. Dann hat er hier auch 100% Maxax, Wild, aber auch 100% Shiny Milzer und noch drei andere Shiny Milzer hinterher, wo auch eins Maxax ist. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Thomas Speck, 100% Kyoke, 100% Milzer, 100% Glücks Gilatropo, Benjamin Engel, Duo-Raid gemacht mit Kyoke. Hätte er nicht gedacht, dass das funktioniert. Sieht richtig krass aus, 0 Sekunden und er ist tot. Auch noch Duo-Raid gemacht mit Anego, der natürlich deutlich leichter war. Ich habe mit Thomas auch einen Duo-Raid gemacht. Ich hoffe, der lädt ihn bald hoch oder hat schon hochgeladen. Den werdet ihr bei uns auch im GoFest Tag 2 Videos sehen. Es kommen nämlich noch Videos. Richtung Wochenende ein Gera-Vlog, ein Tag 1-Vlog und ein Tag 2-Vlog. Guckt euch das an. Es hat so viel Arbeit gemacht, das alles zu schneiden. Noch was gebrütet? Cumulus, 100er Quapsel, Henry Nicky, mein kleiner Account in der Wildnis bekommen, 100er Hopspross, 100er Imantis aus dem 7-Kilometer-Ei. Henry hat sein Togekiss auf Level 50 gezogen, auch Best Buddy, King Hammer. Das hat ein Marco Schmitz bekommen, ist leider nicht meiner. Der klaut die Bilder von Facebook. Sieht doch gut aus bei Goros. In die Burg, wo der die Döner herkommen. Jojo, endlich auch hier 100er Kyoke und 100er Groudon. Aus dem Tausch vom Heise. 100% Inkognito. Auch sehr nett beim dritten Raid. Ich habe ein 100er I oder was das ist. Das müsste man irgendwann mal auf 50 ziehen. Shiny F ist auch da. Jewel hier, Shiny Cognodon, Skandalpara, 100% Milzer, Mega Glurak Y, ja genau so sieht's aus, Shiny Galapafloss, ich habe noch keinen gesehen, der ein Galapafloss oder Flapterix gezeigt hat, der Skandalpara ist jetzt der erste mit diesem Shiny Galapafloss, Patcher Boy auch, Nummer 2, 100er Milzer, 98er Shiny Kyoke, noch ein 98er Shiny Kyoke, 6.6., 3.6., noch ein 100er Kyoke, auch 3.6., Drachek, 100% Glücks, Tane, Dominik und noch ein Dominik, Highlights aus einem Massentausch, 100% Glücks, Milzer. Ich habe auch viel getauscht mit dem MTV Frost. Da ist leider nichts bei rumgekommen, außer ein Lucky Milzer, aber nichts mit guten IV, wie es bei ihm ist, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Lennart hier auch, 100er Milzer, Shiny Ammonitas mit Pokéball Plus, auch mit Pokéball Plus, Shiny Nocturne, Shiny Smogmog per Hand gefangen, wieder mit Pokéball Plus, Geroni Mats, jetzt Dennis Bass, da ist so viel. Auf was willst du dich konzentrieren? Kamaup, Schnuthelm, Pikachu, Geroni Mats, Bitora, Nocturne, Smogmog, Virafarig, Dummiesel, Quiegel, Pikachu, Slimer, Quiegel, Bummels, Kamaup, Pupanz, Babelin, Riolu, Laukaps, Cavalanzas, Milzer, Geronimatz, 100er, Leufeo, 100er, Maxax, Highlight, Tag 2,
Laukaps, Knilz, Schnuthelm, Pikachu, Knilz, Geronimatz, Pantibimi, 100er Anego, 100er erlöstes Ampharos, Anego seht ihr nochmal hier. Ja, das ist halt ergiebig. Wenn du in Saragossa spielst, ist das halt ergiebig. Es ist halt wirklich leider so. Aber wir hatten Spaß in Gera und das lasse ich mir nicht nehmen. Das muss ich noch 100.000 Mal dazu sagen, damit ihr es auch wirklich glaubt. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, erstmal kommt die die Dreistigkeit der Woche. Guckt euch das an. Kannst du mir vielleicht das Ticket für die Go-Tour spendieren, bitte? Das finde ich so schade, dass da halt einfach dann, ich denke immer, die Leute freuen sich und man macht so viel und hin und her und dann kommen die einfach und wollen einfach immer nur hier, komm, gib mal her jetzt. Das finde ich schade, das hat mich ein bisschen geärgert. Dann haben wir hier beim Ben aber in Hessen ein 100% Anego und jetzt sagt ihr aber 100% Anego haben wir doch schon so oft gesehen. Der Ben hat aber auch gleichzeitig ein 100% Shaman, ne, bei der Stadt Hessen und das finde ich richtig brutal. Weil Shaman, du kriegst einen Shaman aus der Forschung, Random EV und da ein 100er mysteriöses, wüsste ich sofort, würde ich auf Level 50 ziehen und alle Bonbons jetzt da reinstecken, anstatt weiter in das Zarude. Der Ben ist zwar nicht alleine, finde ich cool halt, das als 100er, obwohl sind vielleicht zwei verschiedene Accounts, weil einmal ist hier alles Englisch, einmal ist hier Deutsch. Wir haben noch ein zweites 100% Shaman. Vor allem hier 13,99 und hier 14,92. Wir haben noch ein zweites 100% Shaman. Da steht aber Saragossa dran, deswegen finde ich das beim Ben besser mit Hessen. Und das war von Alidorn, also der Papa vom Balu. Trotzdem für mich Ben Schocker der Woche. 100% Shaman vom GoFest. Das ist auf jeden Fall mega krass. Denkt dran, heute 18 Uhr, Groudon Rage Stunde, ladet mich ein. Freitag 18 Uhr, Kyoko Rage Stunde, ladet mich ein. Wir sehen uns bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.